So, hallo, wir machen weiter. Bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Aber kurz zusammengefasst, es ist blind. Und ja, man sieht alles, was ich tue. Also, es wird kaum geschnitten sein. Heißt auch, der Boss, der jetzt vermutlich kommt, wird auch kaum geschnitten sein. Sollte ich da jetzt mehrmals draufgehen, werdet ihr das sehen. Denn ich gehe davon aus, dass der jetzt kommt. Wir haben alle Sch Siegel ausgelöst, Siegel halt alle, ne, hier Dinger ausgelöst und können jetzt rein theoretisch das hier aufmachen. Und dann gehe ich mal davon aus, dass jetzt entweder hier ein Boss in der Luft kommt. So ein Luftkampf wäre cool. Das Einzige, was ich noch vorher sagen möchte, was ich nicht hoffe, dass passiert, ist, dass sie einfach wieder die Windflü also die Flüche von Ganon jetzt zurückholen. Na? Ich hätte gern neue Bosse. Ich will jetzt nicht Ganons Windfluch, Ganons Feuerfluch, so die sind durch. Aber mal gucken, was passiert. Ja, da kommt jetzt ein Viech raus. Oder erstmal kommt ein Windstoß raus, okay. Ach, wir müssen da rein. Okay, das ist nicht Ganons Windfluch. Sehr gut. Das ist, was ich wollte. Das ist ein eigenes Monster. Rosgaira, Peiniger des Windtempels. Okay, alles klar. Bestimmt ist dieses Monstrum schuld am Sturm. Stutzen wir ihm die Flügel! Und ich habe meinen Windkampf, glaube ich. Ich habe meinen Windkampf. Nice. Was für ein Wind! Lass dich nicht fortwehen, Link! Habe ich nicht vor. Was hältst du so davon, wenn ich deine Augen abschieße? Okay, muss jetzt mal treffen. Okay, so treffe ich nicht. Oh! Ich glaube, der hält mehr davon. Naja, das war jetzt natürlich nicht so gut. Wo ist er? Ach so, unter mir. Okay, ich glaube, der hält mehr davon, wenn ich ihm die Eisdinger tue. Oh, jetzt geht es hier oben auf. Ah, Treffer. Nice. Das geht richtig kaputt. Oha, okay. Wo will er denn hin? Ich weiß es. Oha, sehr gut. Okay, der teleportiert sich einfach. Link, unter dir! Ja, ich sehe das schon. Geh mir nicht auf den Keks. Nein, ich habe nicht getroffen. Aber dann halt den hier. Toll gemacht, Link. So, dann halt den hier. Ich weiß gar nicht, warum wir ständig eine Batterie sehen. Oh, ich brauche Kältedings. Ah, scheiße. Ich habe kein Kältedings mehr, ne? Fuck. Ah, ich habe kein Kältedings mehr. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Okay, da muss ich mich einfach immer ein bisschen hochheilen. Da muss ich mich einfach mal ein bisschen hochheilen. Beziehungsweise vielleicht kann ich ja auf dem Rücken mir was ausrüsten. Und zwar den Kollegen hier. Vielleicht reicht es ja, wenn ich den... Ja, genau. Vielleicht reicht es ja, wenn ich den ausgerüstet habe dabei. Mal gucken. Das reicht tatsächlich. Nice.
Sehr gut. Okay, dann müssen wir jetzt zu dem letzten Ding in der Mitte. Ja, er macht selber auf. Finde ich gut. Treffer versenkt. Okay. Halbzeit. Bisher nicht schwierig. Bisher überhaupt nicht schwierig. Ach, er kommt einfach wieder mit. Ja, gut. Wenn wir da reingeraten, sind wir geliefert. Pass gut auf! Alles klar. Aber schön, dass das funktioniert mit dem, ne? Hier einfach. Das war nicht, was ich wollte. Komm ihm nicht zu nah! Ja, ist okay. Ich will ja unter den Kollegen kommen, dass ich den schon mal von unten anschießen kann. Ja, das geht doch in die richtige Richtung. Ah, so treffe ich nicht, schade. Nee, treffe ich nicht. Nee, so komme ich nicht ran. Aua. Jetzt aber. Nice. Super, Link. Da muss ich dranhalten. Nice. Nice. Einmal noch. Einmal noch. Ah, jetzt haut er wieder ab. Wo kommt er raus? Also komme ich nicht ran. Schade. Oh, das sieht gut aus. Ja, Treffer. Nice. Okay, der war einfach, aber hat Spaß gemacht. Aber kein schlimmer Boss. Überhaupt nicht. Verglichen mit den Flüchen so gar kein Thema. Da habe ich mich bei den Flüchen schlimmer angestellt. Das war ein schöner Boss. Und damit haben wir schon die erste Story-Mission abgeschlossen. Wunderbar. Das wird jetzt natürlich richtig viele Auswirkungen haben, wenn der Sturm weg ist, na? So, ja, gefällt mir. Oh, und jetzt gibt's so eine Träne. Jetzt gibt's so eine Träne auch. Okay. Da bin ich jetzt aber echt mal gespannt, was das jetzt alles hier Auswirkungen haben wird. Erstmal Herz-Container. Nice. Zack. Sehr schön. Und hier haben wir dann die Träne. Okay. Ich glaube, truhentechnisch ist es hier alles soweit. Haben wir das meiste mitgenommen. Sollte passen. Revali? Thule, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Deine Stimme. Dann hast du also immer zu uns gesprochen? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Nee, das ist nicht ist gar nicht Revali, ich hab nichts gesagt. Ein Orni-Krieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Windes. Und ach,
wie du den Feind mit des Windes Hilfe bezwangst. Ja, du bist wahrlich mein Erbe, der Ruhm der Orni. Das Sturmmonster, das ihr bezwangt, war ein Lakai des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du vor kurzem berühren konntest. Dem Mysterienstein. Echt jetzt? Ja, deine Verwirrung ist nur zu verständlich. Darum höre nun meine Erzählung über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung, die unserem Volke zuteil ward. Da bin ich jetzt aber auch mal gespannt. Es geschah vor langer, langer Zeit. Hyrule war damals noch ein junges Königreich. Etwas abgrundtief Böses griff uns an, versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rau, Hyrules erster König, versammelte 6 Krieger und stellte sich ihm entgegen. Damit dies gelingen sollte, überreichte er uns eine Gabe. Die Mysteriensteine, geheiligte Kleinodien, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachen. Als Weiser des Windes erhielt auch ich einen solchen Stein und focht gemeinsam mit den anderen Weisen. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Seine Verteidigung war selbst für mich undurchdringlich, seine Magie unerschöpflich. Schließlich begriff König Rauro, dass kein Sieg über den Dämonenkönig möglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf, mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Sein Opfer war es, das uns das Leben schenkte. Später erhielt ich einen Besuch, bei dem uns Orni ein geheiligter Auftrag erteilt wurde. Es war eine der 6 Weisen, die Weise der Zeit. Das Siegel hält nicht ewig. Irgendwann kehrt das Böse zurück. Der Ritter Link wird sich ihm stellen. Doch er wird eine gewaltige Macht benötigen. Ihr müsst ihm helfen. Die Windkraft der Orni. Ich bitte euch, Link, damit zur Seite zu stehen. In diesem Augenblick waren alle Zweifel über unser Schicksal wie weggeblasen. Unser höchster Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Der Weise des Windes wird neu erwachen, wenn der Dämonenkönig wiederkehrt. Das gelobe ich. Der Ritter wird auf die Unterstützung der Orni zählen können. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Du hast das Dorf der Orni gerettet. Doch der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Tulin, geliebter Nachbar, nimm meinen Mysterienstein entgegen und steh für das Gelübde ein, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Okay. Ich soll also zusammen mit Link gegen den Dämonenkönig kämpfen? Oh, Link! Das ist ja der totale Wahnsinn! Dass mich mein Ahne mit so einer Aufgabe betraut hat. Und dass ich dafür mit dir in den Kampf fliegen darf. Würde man nichts unternehmen, dann ginge die ganze Welt den Bach runter. Das könnt ihr gleich vergessen. Ich bin mehr als bereit. Her mit dem Mysterienstein! Wir bekommen also immer so eine, ja, so ein Zeichen und dann, so hat ja Ganon auch seine Macht bekommen. Ich bin der Weise des Windes. Sieh her,
Link, deinen Arm bitte. Als Weiser des Windes schwöre ich, dir für alle Zeit beizustehen. Nimm nun dies als Beweis für meine Treue. What? Oh, für jeden Finger einen Ring, ja? Heck. Mit dem Ring da kannst du jederzeit meine Macht herbeirufen, verstanden? Und jetzt ab nach Hause, mein Papa wird staunen. Das glaube ich auch, Tulin. Ich glaube, ich habe gerade was Neues gelernt, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie es funktionieren wird. Wir werden sehen, wie es funktionieren wird. Wir werden sehen. Erstmal lädt es ganz lange. Das ist auch eine Funktion. Jetzt müsste ja dieser ganze Windsturm und so aufhören, ne? Oho. Nice. Auch wenn der Schnee schon ziemlich komisch animiert war. Aber hey. Oha, ist einfach das Ornidorf wieder richtig. Ja, cool. Entschuldigung. Ihr habt's wirklich geschafft. Genau, weil einer für den anderen gekämpft hat. Zwei echte Kameraden. Oh. Wirklich beachtlich. Unglaublich, dass es die Himmelseiche aus dem Lied wirklich gibt. Finde ich auch. Stellt euch nur vor, wie überrascht ich war. Tulin, du hast dich mehr als bewiesen. Aber Papa, der Bogen da, der war doch dir immer so lieb und teuer. Und du willst ihn mir schenken? Mhm. Schon immer. Ich wollte ihn dir überreichen, sobald du das richtige Alter erreichst, um ein Krieger zu werden. Papa. Danke. Ich werde dir mit ihm beweisen, dass ich wirklich ein echter Krieger geworden bin. Aber Link, die Frau, die uns meine Ahne gezeigt hat, die sah doch aus wie Prinzessin Zelda, oder nicht? Ich frage mich, ob das die echte Prinzessin war. Andererseits, wir haben in die ferne Vergangenheit geblickt. Ah, wir wissen echt viel zu wenig. Nun gut, diese Gestalt, die wir auf der Himmelseiche gesehen haben, lässt mich nicht los. Also werde ich versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Komm bald wieder, ja? Dann werde ich dir sicher auch Neues über Prinzessin Zelda verraten können. Und denk immer dran, mit meiner Macht als Weiser werden du und ich nun immer zusammenreisen. Okay, ist das jetzt sowas wie Rivadis Sturm? Zeichen des Paktes mit Tulin, dem Weisen des Windes. Rufe dann mit dem Geist von Tulin herbei oder entlasse ihn. What?
What? Tulin aus dem Dorf der Orni. Okay. So, wie funktioniert dieser Spaß jetzt? Warum ist Impa hier? What the heck? Entlassen, abre... What? Herbeirufen. Herbeigerufene Weiße können hier nicht erscheinen. Was? Wie können hier nicht erscheinen? Huh. Okay, quatsch erstmal mit Impa. Wir werden früh genug herausfinden, wie das funktioniert. Oh, Link, gut dich zu sehen. Wir wollten die Geoglyphe hier in der Nähe erforschen, doch wegen des Schneesturms kamen wir nicht voran. Nun ist der Schneesturm endlich vorüber und wir haben das Dorf erreicht. Wir planen, die Erforschung der Geoglyphe jetzt fortzusetzen. Link, hast du die Geoglyphe im Süden von Hebra schon gefunden? Auf der Karte im vergessenen Tempel war eine Geoglyphe zu sehen, dessen Form an eine Festung erinnerte. Auch wir werden uns zu gegebener Zeit die Erforschung dieser Geoglyphe widmen. Ah, die erinnern mich nur daran, dass es hier eine Geoglyphe gibt. Ja, na gut. So, was mit dir? Okay. Keine neue Quest. Gut. Gibt es jetzt hier irgendwas Neues zu tun? Oh, hier sitzt ein Luftballon. Und ein Händler. Aha, guck mal. Haben wir eine Quest. Oh, Herr Ritter. Tulin und du, ihr habt das Dorf vor dem Schlimmsten bewahrt. Vielen, vielen Dank. Jetzt nach dem Ende des Schneesturms können wir endlich unsere Vorräte an Nahrung und Materialien wieder auffüllen. Nun, den Transport zum Dorf übernehmen die anderen Orni, während ich hier für die Verwaltung des Ganzen zuständig bin. Da fällt mir ein, ich frage mich, wann wohl endlich Hack mit seinen Essensvorräten bei mir eintreffen wird. Er sollte sie vom Stall des Schneelands in Tabanda Schneefeld östlich. Okay. Okay, ich muss nachgucken, was mit ihm los ist. Alles klar. Ja. Okay, Lager füllt sich langsam wieder. 10 Pfeile für 3 Leuchthüllenfläche? Nee. Nein. Soll. Hä? Nein. Warum? Muss ich das jetzt? Also ich muss jetzt 3 Fische gegen 10 Pfeile tauschen. Ja, gut, bitte. Ja, wow. Frostfreund oder Leuchtpilze? Das wäre eine schwere Mission. Manche Missionen weiß ich auch nicht. So, kann ich jetzt hier Tulin rufen? Oder den Geist? Oder whatever? Ruf damit den Geist von Tulin herbei oder entlass... Ja, hä? Können hier nicht erscheinen... Okay, keine Ahnung, was ich da machen soll. So, also mit dem Ding könnte ich abheben. Ich wollte nicht hier runter. Mich hätte jetzt nur interessiert. Sieht man von hier aus wohl die Geoglyphe oder was? Die ist bestimmt woanders, die Geoglyphe. So, jetzt gehe ich dann gehe ich halt nochmal hier rum nach oben. Ist auch in Ordnung.
Aber schön, wie jetzt alles hier wieder, ne? Schön sonnig geworden ist. Warte mal, wir haben doch schon wieder neue Dings, ne? Ja, perfekt. Wir gehen auf Ausdauer. Neues. Wunderbar. So. Jetzt können wir dieselben Sachen wie sie vom Laden anbieten. Okay, ja. Da gehe ich hin. Da wollte ich hin. Das ist nicht der Laden. Aber gibt's bei dir eine Quest? Nein, okay. Dann geht's gleich weiter. Das ist der Laden. So, was haben wir denn hier? Glutling, Ölflasche, Pfeile, Butter, Rohrzucker, Dabanta-Weizen. Ich kaufe jetzt einfach mal grundsätzlich alles, was da ist. So, why not, ne? Vielleicht kriegst du dann ja irgendwann mal hin, diese komischen Reisbällchen zu backen für die eine Quest mit dem Miasma. So. Ja. Ja gut, das Geld habe ich eh nicht zusammen. Hier ist auch keine Quest. Okay, sieht doch soweit gut aus. Ich weiß jetzt halt noch nicht, wie man diesen Geist rufen kann, aber hey. Und was der Geist macht. Aber gut. So. Ah, hier, guck mal. Da ist noch eine Quest. Diese Höhle, wo war das nur gewesen? Oh. Wenn das nicht der Hylianer ist, der zusammen mit Tulin das Dorf gerettet hat. Wir Orni sind so froh, dass wir endlich wieder unbesorgt unsere Flügel ausbreiten können. Euch verdanken wir es, dass man jetzt wieder viel weiter sehen kann. Das macht es einfacher, Höhlen zu finden. Ja, ich hatte kürzlich eine Höhle entdeckt, nur erinnere ich mich nicht mehr, wo genau. Dort gab es einen in grünes Licht gehüllten Felsen, genau wie den unter dem Krämerladen. Als ich nach dem weißen Vogel suchte... Das ist eine Schrein-Quest. Okay. Ja, und es geht um den... Ja. Oh. Zur Felsspitze. Ja, okay. Medo-Sitz. Ja, warum wohl? Okay. Als die Sonne aufging. Okay. An sich weist die aber nur auf eine Höhle hin. Also die muss man doch auch so finden. Ja, passt schon. Also die Höhle lässt sich doch wohl auch so finden, ohne dass man da jetzt unbedingt so einen Schattenspielkram machen muss. So. Okay,
Aber von hier sehe ich keine Geoglyphe. Das war, glaube ich, einfach nur so dahergelabertes Zeug. Oh, wir gehen gleich mal hier runter. Ehrlich, hier ist keine Geoglyphe. Alles gut. So, ich fliege mal kurz noch hier runter. Vielleicht ist da noch ein Ori. Ein Krok. Yes. So mag ich das. Easy. Sehr schön. Oh Mann, wenn wir mal wieder Maronus finden würden, wir hätten so viel Stuff zum Abgeben, ne? Es ist insane. Okay. Jetzt würde mich nur noch eins interessieren. Und zwar, ob die Brücke, die Hauptbrücke auch wieder unten ist. Also nicht unten, aber ob ich jetzt reparieren kann. Weil hängen tut sie noch, ne? Also die funktioniert noch nicht richtig. Aber kann man da jetzt vielleicht was tun? Da reagiert gar nichts. Ha. So. Ja, aber wie rufe ich jetzt, also wie... Wie löse ich jetzt diesen Tunin aus? Ich versteh nicht, was ich da machen soll. Herbeigerufene Weise können hier nicht entscheiden. Was willst du von mir? Geht der nur in der Luft? Nee. Ich habe keine Ahnung, was der mir jetzt bringen soll. Ah, okay. Hier geht's um die Brücke. Der steht schon endlich fort. Also muss um das Dorfes Willen die Brücke wieder repariert werden. Am Ende muss ich dem einfach nur Holz geben und er repariert die Brücke selber so. Aufs Bau. Ah, ich muss Leute zum Bauen herbekommen. Ja, okay. Ja, Spähpostzimmermann, okay. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Kriegen wir also repariert das Ding? Sehr gut. Sehr gut, wichtig und richtig. Wir gucken mal kurz, was es hier drin gibt aktuell, ob ich schon irgendwas machen kann hier. Aber ich glaube nicht. Ah, Link, du bist wirklich unermüdlich. Endlich hat der Schneesturm sich gelegt und meine Schwester und ich können wieder an die Arbeit gehen. Meine Schwester Cleo wollte nach Goronia im Nordosten reisen und dort nach irgendeiner unterirdischen Stadt suchen. Sie hinterfragt die Dinge zu wenig, deshalb hoffe ich, dass an der Sache etwas dran ist und die Reise nicht umsonst war. Pan, du, kommt dir klar? Ja, es ist jetzt einfach nur Gelaber. Okay. Okay, also ich musste einfach weitermachen. Okay, ich musste einfach weitermachen. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, schließen wir hier ab.
Ich bin müde. Und bevor ich jetzt noch mehr einschlafe. Entschuldigung. Ich würde halt gerne noch rausfinden, wie das geht. Ich check diese Schwur von Tulin-Ding nicht. Oh. Wieso genau in dem Moment, wo ich es sage, wo ich aufhören wollte? Hä, okay. Mit der Macht des Schwurs kannst du jetzt Tulins Geist zu Hilfe rufen. Warum erzählt er mir das jetzt hier vor diesem Stein? Aber das ist aber nichts anderes als diese Fähigkeit. Hey, jetzt funktioniert das überall, oder was? Wow, das habe ich vorhin die ganze Zeit versucht. Okay, aber das ist praktisch dann nützlich, wenn ich irgendwo über eine gerade Strecke fliegen möchte, so mäßig. Oh, da oben ist noch ein Schrein. Okay, wir lösen den Schrein hier noch aus. Ah, ich verstehe. Wenn mir der auf den Keks geht, der Geist hier, dann kann ich ihn auch abstellen. Das heißt, was in Breath of the Wild, Rivali Sturm und so war, sind hier diese verschiedenen Gefährten dann, die ich dann sozusagen bekommen kann. Okay, auch interessant. Grundsätzlich auch erstmal interessant, ja. So, ich wollte da hoch zu dem Schrein. Abkürzung. Ja, natürlich. Schaffen wir das, ohne dass ich mein Feuer zücken muss? Ach komm, wir tun gar nicht lange rum. So. Wir tun da gar nicht lange rum, wie gesagt. Na. Okay. Wir gucken noch ganz kurz rein, aber eigentlich will ich aufhören. Rasanter Aufstieg. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Ich bin jetzt gedanklich, ich schlafe gleich ein. Danke fürs Zuschauen und tschüss.